Hierzulande noch ein Geheimtipp, aber in ihrer Heimat England schon längst eine gefeierte Indie-Rock-Band. The Hanna. Das sind Ryan, Dan, Junaid und Jack. Die jungen Briten verbindet die Liebe zur Musik und ein Traum. Eines Tages in einer bekannten Band zu spielen und sich damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Wie das immer so ist, gab es Zweifel. Doch die Jungs ließen sich davon nicht abhalten und veröffentlichten 2015 ihre erste Single Bonfire. Nur ein halbes Jahr später veröffentlichte das Quartett ihr Debütalbum. 100 heißt es. Es ist eine Anlehnung an ihren Bandnamen, der sich aus einer Konversation der Bandmitglieder ableitet. Anstelle von 100% sprachen sie im Slang von One Hanna. Der Begriff bürgerte sich ein und schon war die Idee für den Namen geboren. Das Album war ein voller Erfolg. Mit ihrem abwechslungsreichen Sound, der eine Bandbreite von Rockhymne bis hin zu melancholischen und grungigeren Songs wie Bad For You bietet, ist alles dabei. Der Lohn der harten Arbeit war Platz 3 in den UK Indie Charts. Die Zeiten, in denen The Hanna auf College-Partys und in kleinen Pubs auftraten, waren damit endgültig vorbei. Nothing's gonna feel the same, 2016 spielten die Jungs ihre erste Headliner-Tour und dank ihrer steigenden Bekanntheit ging es ein Jahr später auf eine zweite Tour, dieses Mal auch runter von der Insel und ab aufs europäische Festland und in die USA. Ihr Ruf als hervorragende Liveband eilte ihnen voraus. Denn ihr Name ist Programm. Wir geben immer 100%, sowohl in der Musik als auch im Leben. Und das hört man. Zurück von ihrer Tour begann die Arbeit an dem zweiten Album, Dare. Auch eine Promotour war bereits geplant, doch die Band verschob die Veröffentlichung, weil sich viele Fans bei der Band meldeten und darum baten, die Tour zu verschieben. Grund dafür waren die Tourdaten. Weil sie mitten in die Prüfungszeit der Studenten fielen, hätten viele Fans auf das Konzert verzichten müssen. Natürlich kamen The Hanna ihren Fans entgegen und verschoben die Tour und das Albumrelease um einige Monate nach hinten. Am 13. Juli ist es dann endlich soweit. Habt ihr schon was von The Hanna gehört? Schreibt's uns in die Kommentare. Ach, und übrigens, wenn ihr die Jungs unbedingt einmal treffen wollt, dann solltet ihr die Burger Kings der Städte abklappern, in denen sie spielen. Dort sind sie häufig zu finden. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!